Die Teleakademie ist heute bei der Karl Friedrich von Siemens Stiftung München. Professor Dr. Wolfgang Streeck war bis 2014 Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung und Professor für Soziologie an der Universität Köln. Sein Fokus gilt vor allem den Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft und Politik. Professor Dr. Wolfgang Streeck spricht zum Thema politische Stagnation. Reflexionen über einen unhaltbaren Zustand. Die gegenwärtige politische Stagnation hat eine lange Vorlaufzeit. Zu ihr gehört die Schrumpfung politischer Parteien mit Zukunftsprogrammen und Gestaltungswillen, klassisch sozialdemokratischer und kommunistischer, wie auch im herkömmlichen Sinn konservativer Provenienz. Die Folge ist, dass immer mehr Wähler ihre Wahlentscheidung erst unmittelbar vor der Stimmabgabe treffen, buchstäblich in der Wahlkabine. Zugleich mit einem dramatischen Rückgang der Mitgliedschaft in politischen Parteien und Gewerkschaften, und ich spreche jetzt für das ganze westliche Länderspektrum, schrumpfte das Vertrauen in die etablierten, als staatsnah wahrgenommenen Medien und wuchsen die Zweifel an der Leistungs- und Überlebensfähigkeit demokratischer Institutionen. Nicht nur links, sondern auch rechts. Da gibt es einen ganz langen Diskurs. Das brauchen wir nicht, das können wir uns nicht leisten, das ist nicht effizient genug und so weiter. In den letzten Jahren sind des Weiteren Parteien und Bewegungen aufgestiegen, die das herrschende politische Regime, zu dem sie demonstrativ nicht gehören wollen, von außen im Namen des Volkes herausfordern. Ihr gemeinsames Thema von UKIP bis Trump, von den Gelbwesten bis Bernie Sanders, von der Lega bis zur AfD, ist ein wahrgenommener Kontrollverlust staatlicher Politik, gewollt oder erlitten. In Bezug auf die Entwicklung der Einkommen, die soziale Lage breiter Schichten der Bevölkerung, die nationalen Grenzen, die innere und äußere Sicherheit, die Zukunft im Allgemeinen. All dies addiert sich zu einer politischen Legitimationskrise, unterhalb derer ein zähes Ringen um nichts Geringeres als die konstitutiven Grundlagen der politischen Ordnung begonnen hat. Den Zuschnitt und die Natur politischer Gemeinschaften, ihr Verhältnis zueinander, das Verhältnis zwischen Politik und Märkten, die legitimen Ansprüche von Gesellschaften an ihre Mitglieder und umgekehrt. Politische Stagnation als Zustand ratloser Unbeweglichkeit normaler Politik in den Demokratien des gegenwärtigen Kapitalismus ist, so meine These, das Resultat des Scheiterns des neoliberalen Gesellschaftsentwurfs in der Krise von 2008 und seiner Blockade durch populär-demokratische Forderungen nach einem, ganz allgemein gesprochen, Ende des politischen Laissez-faire. Politische Stagnation reflektiert die Orientierungslosigkeit einer Übergangszeit ohne absehbaren Ausgang. Bestimmt wird sie durch den Überlebenskampf eines Ancien Regime, dem seine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit in der Konfrontation mit seinen internen Widersprüchen, einschließlich einer anschwellenden Protestbewegung, abhandengekommen ist. Stagnierende Politik muss ihre strategische Ratlosigkeit durch hektische Kultur- und Symbolarbeit kaschieren. Dies vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden Strukturwandels der politischen Öffentlichkeit, eines neuartigen Wechselspiels zwischen ins Gigantische ausgebauten staatlichen Informationsapparaten, Sie müssen sich nur mal das Informationsamt der Bundesregierung angucken, einer noch stärker gewachsenen privaten Medienindustrie und den sogenannten sozialen Medien oder asozialen Medien, mit den von ihnen ungefiltert verbreiteten anarchischen Meinungs- und Emotionsströmen. Der Kampf des Ancien Regime mit seinen Feinden stellt sich hier als Konfrontation zwischen einer als Public-Private Partnership funktionierenden seriösen und einer als populistisch, also unseriös gebrandmarkten, inoffiziellen, alternativen Öffentlichkeit dar. Dabei bedient sich die staatsnahe Seite, unterstützt von Heerscharen sozialwissenschaftlicher, medienkundlicher und journalistischer Experten der sogenannten Öffentlichkeitsarbeit, ausgefeilter Techniken zur Verteidigung ihres Alleinvertretungsanspruchs. Erfolgreicher in Deutschland mit seinem historischen Hang zu einer formierten Gesellschaft als etwa in Frankreich, Großbritannien und den USA. Also hierzu später noch etwas. Ich beginne in meinem Vortrag mit dem, was ich für die strukturellen Wurzeln der gegenwärtigen politischen Stagnation halte. Von diesen gibt es vor allem zwei.
Erstens ist insbesondere den Gesellschaften des neuerdings finanzialisierten und neoliberal freigelassenen internationalen Hochkapitalismus dieser immer mehr zu einem Rätsel geworden. Nicht nur, dass sie nicht wissen, wie sie ihn regieren sollen und ob überhaupt. Sie stehen vor der Frage, wer die wachsenden Kosten seiner Rettung vor sich selbst tragen soll und wann diese anfangen, seinen abnehmenden gesellschaftlichen Grenznutzen endgültig zu übersteigen. Ich will das dann später noch ein bisschen ausführen. Zweitens leiden unsere Gesellschaften unter der steckengebliebenen Internationalisierung ihres Staatensystems, die sich in einem Patt zwischen dem neoliberalen Internationalismus der noch herrschenden Eliten und einem neuen Nationalismus oder Lokalismus ausdrückt. Hauptthema ist hier das Verhältnis zwischen nationaler Demokratie und internationaler oder gar globaler sogenannter Governance. Ein Zauberwort, dessen unklare Bedeutung wohl die wichtigste Ursache seiner Popularität ist. Mitsamt seinen Implikationen für die Möglichkeit einer marktkorrigierenden Demokratie. Die Auseinandersetzung hierüber findet in vielfältigen und von Land zu Land unterschiedlichen Formen statt. Ich werde mich auf die Deutschland und den dortigen Kulturkampf des alten Regimes gegen erstens den sogenannten Populismus und zweitens für eine Sakralisierung Europas konzentrieren. Also diesen Ausdruck habe ich von Hans Joas übernommen, der ihn in einem Zeitungsinterview verwendet hat und den ich außerordentlich produktiv finde. Mehr dazu, wie gesagt, später. Anschließend, wenn dann noch Zeit ist, gehe ich auf drei oder vier Beispiele deutscher politischer Stagnation genauer ein. Die hartnäckige Leugnung der Konstruktionsfehler der Währungsunion, das starre Festhalten an der schwarzen Null bei den deutschen öffentlichen Finanzen und das Bekenntnis zu der versprochenen Steigerung des deutschen Verteidigungsetats auf 2% des Sozialprodukts. Oder viertes Beispiel, das Verhalten Deutschlands angesichts des Brexit. In allen drei oder vier Fällen geht es an der Oberfläche um die Einordnung Deutscher in gesamteuropäische oder gesamtwestliche Interessen. So wird das immer begründet. Tatsächlich aber bleibt in einer Welt nach wie vor souveräner Nationalstaaten auch deutsche Politik nationale Politik, selbst wenn sie nicht als solche diskutiert werden darf. Dürfte sie das, so träte zutage, dass supranationale Integration von Nationalstaaten nicht ohne imperiale Führung möglich ist, deren europäische Übernahme aber die deutschen und auch die deutsch-französischen Fähigkeiten weit überfordern würde. Sie anzustreben, kann deshalb nicht im nationalen deutschen Interesse liegen. Das kann man der Währungsunion mittlerweile sehr gut studieren. Mein Vortrag endet mit Hinweisen auf die an Umfang und Bedeutung zunehmende internationale Diskussion über Auswege aus der politischen Stagnation, Auswege nach unten in eine nationenzentrierte, stärker egalitäre, nicht nur zum Schein pluralistische, nicht imperialistische internationale Ordnung. Da spielt dann erstaunlicherweise der Umstand eine Rolle, dass eine traditionell nicht imperialistische Macht wie China mittlerweile in dieser Welt auftaucht und man gar nicht weiß, wie die sich verhalten wird. Darüber, wie die Krankheit der säkularen Stagnation zu heilen wäre und wer der Arzt sein könnte, die Nationalstaaten, ihre Zentralbanken, die G20 oder doch eher die G8, die USA oder die EU, miteinander oder gegeneinander und mit oder ohne China, darüber besteht alles andere als Einigkeit. Die vorgeschlagenen Therapien reichen von more of the same, mehr Wettbewerb, mehr Flexibilität durch verschärfte Strukturreformen, bis zu einer neuen, an Zielen wie Vollbeschäftigung und einer egalitären Einkommensverteilung orientierten, nationalstaatlich souveränen Geldpolitik. Bisher hat der Streit der Weisen zu nichts geführt. Was die schlechte Stimmung gerade auch in den kapitalistischen Zentren, in den USA Trumps, in Großbritannien des Brexit, in Frankreich der Gelbwesten, in Italien mit seiner ausgelöschten politischen Mitte oder in Deutschland mit dem Wachstum der AfD, besonders im Osten, hätte dämpfen können. Im Kapitalismus geht es bekanntlich um die endlose Vermehrung vermehrungsfähigen Kapitals. Also das könnte man so als eine Formel finden. Alle Gesellschaftsmitglieder müssen hierzu herangezogen werden. Obwohl das Ergebnis ihrer nach oben offenen Anstrengungen der Natur des Kapitalismus nach unvermeidlich als Privateigentum in den Händen einer kleinen Minderheit landet. Damit auch diejenigen mitspielen,
die keinen Anteil an dem gemeinsam produzierten Ergebnis zu erwarten haben, bedarf es wirksamer Motivationstechniken. Die ständig an sich ändernde Produktionsweisen und Produktionsverhältnisse angepasst werden müssen. In Gestalt von Arbeitsanreizen, so kann man das für im ökonomischen Jargon beschreiben, die von religiösen Erlösungsversprechen, Max Weber, über die Androhung von Kriminalstrafen und die Aussicht auf wirtschaftliche Not, Karl Marx, bis hin zu Haus- und Konsumentenkrediten, Entlohnung oberhalb des Marktpreises, einer das Arbeitsangebot erweiternden Sozialpolitik, Hartz IV, und heute sehr wichtig, eines unendlichen Angebots immer neuer und ständig verbesserter Konsumgüter reichen. Menschen begeben sich nämlich nicht auf den Arbeitsmarkt, um mehr arbeiten zu dürfen. Tatsächlich unterliegen sie, wie Marx in seinen wirtschaftshistorischen Untersuchungen brillant gezeigt hat, und das kann ich immer nur das Kapitel 24 des ersten Bandes jedem als sozusagen Grundlektüre empfehlen. Das ist das Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation in dem her. Nicht gezeigt hat, dass sie in einer immer wiederkehrenden subsistenzwirtschaftlichen Versuchung unterliegen. Nämlich es mit dem Erreichten gut sein zu lassen und sich mit einem traditionell eingelebten Konsumniveau zu bescheiden. Auch Weber zufolge ist Traditionalismus in diesem Sinn der Todfeind des Kapitalismus. Dafür braucht er den Protestantismus, um das auszurotten. Und Marx braucht die physische Gewalt. Der Todfeind des Kapitalismus, dessen Wohlergehen davon abhängt, dass seine Menschen dazu erzogen werden, so viel wie möglich aus ihrer Arbeitskraft herauszuholen, statt sie bei Erreichung eines bestimmten Ertrags ruhen zu lassen. Output-Maximierung statt Input-Minimierung. Das ist die historische Wende sozusagen im Übergang zum Kapitalismus. Und auch das Einzigartige der europäischen Zivilisation lange gewesen. Kein anderer hätte das je verstanden. Das hätte man woanders erklären sollen. Die hätten das einfach nicht verstanden. Ich erinnere mich an ein Wahlplakat von Schröder, wo er sozusagen nachts an seinem Schreibtisch sitzt, die Ärmel aufgekrempelt. Und dann steht da drüber, ich arbeite, damit alle arbeiten können. Da habe ich gedacht, wenn man das in Indien zeigt, dann denken die Leute immer, das ist völlig pervers. Gut, also, der Kapitalismus der Nachkriegszeit sicherte sich die Kooperation der Nichtkapitalisten durch ein umfassendes politisch-ökonomisches Fortschrittsversprechen. Das gewerkschaftliche Vertretung, regelmäßig steigende Löhne, Mitbestimmung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz in Unternehmen, Vollbeschäftigung und Beschäftigungssicherheit in national unterschiedlichen Ausprägungen, eine Marktzwänge eindämmende und abwehrende Sozialpolitik sowie eine zunehmende egalitäre Verteilung des Sozialprodukts zwischen Arbeit und Kapital einschloss. Spätestens in den 1970er Jahren aber erwies sich diese Lösung des kapitalistischen Motivationsproblems als kontraproduktiv. Was die Wachstumsdynamik wiederherstellen sollte, drohte sie nun zu beeinträchtigen. Hohe Löhne, Subsistenzversuchung, ebenso wie Bestrebungen der Arbeitnehmer durch Begrenzung der Arbeitszeit, ihr Arbeitsangebot zu rationieren. So kam es zur neoliberalen Revolution, die den demokratischen Nationalstaat als sozialen Ort des Nachkriegskompromisses attackierte. Zusammen mit dem von ihm garantierten Fortschrittsversprechen und der Gefahr eines Rückfalls in einen Subsistenztraditionalismus. Damals haben die alle gesagt, wir wollen 30 Stunden nur noch arbeiten. Ja? Und die Keynesche Vorhersage, dass man in den 80er Jahren hatte damals geschrieben, die Economic Prospects of Our Grandchildren. Da gibt es noch ein paar Verrückte, die wollten unbedingt mehr als 30 Stunden arbeiten. Für die müssen wir irgendwas tun, sagte der Keynes, damit ich noch verrückter werde. Aber das war auch der Gedanke, da braucht man da nicht mehr. Ne? Neue Motivationstechniken waren nun gefragt, die kapitalistische Akkumulation von politisch vermittelten wirtschaftlichen und sozialen Gegenleistungen unabhängig machen sollten. Ein zentrales Instrument hierfür wurde die Verschärfung des Wettbewerbs, insbesondere über nationale Grenzen hinweg, zur Erzwingung größerer Anstrengungen und laufender Anpassungen an sich ändernde Marktbedingungen, die wiederum Voraussetzung einer erfolgreichen Verteidigung des erreichten Wohlstands für alle sein sollten. Für die meisten bedeutete das, dass der für die Verteidigung des Erreichten erforderlicher Aufwand, das ist entscheidend, dass der für die Verteidigung des Erreichten erforderliche Aufwand immer größer wurde und das mit gegebenem Aufwand Erreichbare immer weniger. Fortschritt rückte in weite Ferne oder hing ab von verdoppelter Mühe,
privilegierten Ausgangsbedingungen und glücklichen Zufällen. Selbst das subsistenzialistische Sich-Einrichten in einer traditionell statischen Lebensweise, was man im Allgemeinen mit dem Land, dem flachen Land, im Unterschied zur Stadt assoziiert, selbst das erforderte jetzt immer größere Anstrengungen. Eine habitualisierte Bereitschaft zu Flexibilität und Anpassung an sich ständig und unvorhersehbar ändernde Markt- und Konkurrenzverhältnisse mit hohem Risiko des Absturzes und keinerlei Garantie einer sicheren Zukunft. Das ist auch die Rhetorik, die die Leute ständig hören. Ne? Niemand weiß so richtig, wie die in Gang befindliche Revolution of Sinking Expectations, um das früher war das eine Revolution of Rising Expectations, ja, in den 60er Jahren, das wurde befürchtet. Heute ist das Gegenteil der Fall, eine Revolution of Sinking Expectations. Niemand weiß, wie das bekämpft werden soll. Auf Versprechungen kapitalistischen Fortschritts zu setzen, etwa im Zusammenhang mit der sogenannten Digitalisierung, traut sich kaum einer mehr. Die heraufdämmernde Ahnung, dass die Grenzen des Wachstums einer kapitalistischen Kapitalvermehrungswirtschaft näher gerückt sein könnten, verbindet sich bei immer mehr Menschen mit Erfahrungen zunehmender Arbeits- und Lebensmühe. Steigender Aufwand für sinkende Erträge lässt die Frage aufkommen, die ich am Anfang gestellt habe, wann die Kosten eines kapitalistischen Lebens den Grenznutzen des Kapitalismus endgültig übersteigen. Kein Wunder, dass die Stimmung so schlecht ist. Und trotz Reaktionen wie die der Gelben Westen oder der Freunde des Braunkohlenbergbaus, ich wohne da in der Gegend, kann ich das beobachten, der überall zu beobachten sind. Politik stagniert im stagnierenden Kapitalismus, weil sie nicht mehr weiß, wie sie diesen und sich selbst legitimieren soll. Durch Versprechen erneuerten Wachstums oder durch antimaterialistische Bußpredigten für eine Rückkehr zu einem einfacheren Leben mit Wasser statt Wein und Champagner für die Happy Few? Fragezeichen. Ja, alles das kann man den Leuten nicht richtig einreden. Ich komme zur zweiten strukturellen Wurzel, der Architektur der politischen Institutionen im Spannungsfeld von Nationalismus und Internationalismus. Die Geschichte des Neoliberalismus ist Teil der Geschichte der politischen Ökonomie des 20. Jahrhunderts, des Jahrhunderts der Extreme, wie Hobsbawm das genannt hat. Der Traum von einer Rückkehr zum Liberalismus der Vorkriegszeit zerbrach in der ersten Jahrhunderthälfte mit der Etablierung von Kommunismus, Faschismus und sozialdemokratischem New Deal-Kapitalismus, als sich untereinander blutig bekämpfende postliberale Varianten der modernen Industriegesellschaft. Auch nach dem Inferno des Zweiten Weltkriegs kehrte der alte Liberalismus nicht zurück. Im Gegenteil wurden seine Verfechter für drei Jahrzehnte zu exotischen Außenseitern. Ihnen zum Trotz entstand im Westen ein von Keynes inspiriertes System nationalstaatlicher wirtschafts- und sozialpolitischer Autonomie, gestützt auf ein von den USA im Zeichen des Kalten Krieges und dem Nachklang des New Deal mehr oder weniger wohlwollend regiertes internationales Handels- und Währungsregime. Es war in dieser Ära des Embedded Liberalism, wie Ruggie das sozusagen 1982 im Rückblick beschrieben hat, dass sich in den an ihm beteiligten Ländern jene politische Ordnung herausbildete, die man als das Standardmodell eines postliberalen demokratischen Kapitalismus bezeichnen kann. Also einigermaßen freie Wahlen, einigermaßen Kommunisten, betraf das nicht so sehr, einigermaßen freie Wahlen in einem von Volksparteien der rechten und linken Mitte dominierten Parteiensystem, starke staatlich gestützte Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Tarifautonomie mit gewerkschaftlichem Streikrecht. Und man darf das überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig das für die Regierbarkeit dieser Gesellschaften war, dass es Tarifautonomie gab. Eine mehr oder weniger erfolgreiche staatliche Vollbeschäftigungspolitik zusammen mit einer egalitär ausgerichteten staatlichen Sozialpolitik, oft unter Einbeziehung der Sozialpartner, und eine in antikommunistischen Grenzen unabhängige Gerichtsbarkeit, Presse und Wissenschaft. Das war sozusagen das Standardmodell. Ja. Das hat sich unter diesen Vorzeichen entwickelt. Es ist mittlerweile oft beschrieben worden, wie dieses Modell, Moswig hat das angesprochen, wie dieses Modell in den 1980er Jahren mit der sogenannten Globalisierung zu zerfallen begann. Spätestens mit dem Verschwinden des Sowjetkommunismus feierte der Neoliberalismus für runde zwei Jahrzehnte ein erstaunliches Comeback. Der lange als Sektierer belächelte Hayek hatte über die Weltgestalter Keynes und Lenin gesiegt.
So kann man das sagen. Ja? Das war der, der hatte gewonnen von den dreien. Hayeks Gedankenexperimente über einen internationalen Schutz des Privateigentums und den Vorrang globaler Marktfreiheit vor nationaler Politik, über Liberalisierung mittels identischer Rechtsordnungen in formal souverän bleibenden Staaten, Isonomie nannte er das, über die Unvermeidlichkeit wirtschaftlicher Liberalisierung in heterogenen internationalen Föderationen, Europa, über ein Verbot des Staatsinterventionismus mittels eines internationalen Wettbewerbsrechts, das war dann die Erfindung von Mestmecker und Co. in Deutschland, die den nach Brüssel exportiert haben, und über den freien Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Menschen als Mittel zur wirtschaftlichen Neutralisierung des Nationalstaats. Alle diese waren tief in das Denken nicht nur der Wirtschaftswissenschaften und internationaler Institutionen, sondern auch von nationalen Regierungen und Parteien eingewandert. So wurde der Neoliberalismus bis zu seinem Crash in der großen Rezession zur herrschenden politisch-ökonomischen Doktrin des modernen Kapitalismus. Das Verhältnis des Neoliberalismus zum Nationalstaat war nie ein dogmatisches. Seine radikalsten Vertreter hätten ihn am liebsten zugunsten einer Weltregierung abgeschafft. Aber auch ihnen war immer zuerst an praktischen Resultaten gelegen. Pragmatisch gab man sich deshalb mit dem Ziel einer Stilllegung des Nationalstaats als Souverän einer nationalen Volkswirtschaft und deren dadurch ermöglichter Überführung in eine staatsfreie Weltwirtschaft zufrieden. Dazu bedurfte es einer massenwirksamen ideologischen Gleichsetzung freier Märkte mit persönlicher Freiheit, eines globalen Kapitalismus mit Kosmopolitismus und kollektiv egalitärer Opposition mit kultureller Rückständigkeit. Das ist sozusagen die Propagandalinie, in der es läuft. Mit der Krise von 2008 endete die kurze Blüte des Neoliberalismus. Zu viel war versprochen, zu wenig gehalten worden. Zweifel breiteten sich aus, nicht nur bei den Eliten, bei denen am wenigsten, sondern vor allem auch im einfachen Volk, das sich in vielfältigen Formen politisch wiederentdeckte und neu konstituierte, als Wahl wie als Protestvolk. Stabilitäts- und Verteidigung, also es gab wieder steigende Wahlbeteiligung, nachdem sie lange, lange abgefallen war und so weiter. Stabilitäts- und Vertrauensverlust, immer ungleichere Verteilung, wirtschaftliche Stagnation, trotz anstrengendstem Kulturwandel, Strukturwandel und kultureller Verunsicherung erzeugten populäre Gegenbewegungen von unten. Vom alten Regime gleichermaßen als populistisch verurteilt. Das ist ja auch ein, populistisch ist ja eine Feindbeschreibung. Die sagen nicht selber, wir sind populistisch, sondern das wird gesagt, das sind die. Ja. Schon in den Jahren vor der Krise war Globalisierung die euphorische Zukunftsperspektive sowohl der Wirtschaft als auch der auf dem dritten Weg eingeschränkten linken Mitte zum Gegenstand von Protesten geworden. Erinnern sich an die Proteste bei den Tagungen der Welthandelsorganisation. Danach führte sie auf vielfältigen Umwegen zu einer rapiden Repolitisierung der vermeintlich postdemokratisch stillgestellten Politik mit wieder wachsender Wahlbeteiligung und einem Grundsatzstreit, wenn auch oft nur verzerrt artikuliert, über den sozialen Ort von Politik und Demokratie. Um diesen Abschnitt abzuschließen, also in Zusammenfassung, stagnierende Politik heute resultiert aus einem Patt zwischen den auf eine Weltwirtschaftsgesellschaft orientierten Globalisierungseliten und neuen populärdemokratischen und lokalistischen, plebejischen, staats- und medienfernen Oppositionsbewegungen, bei denen links und rechts oft schwer zu unterscheiden sind. Im Mittelpunkt des Konflikts stehen Status, Struktur und Zukunft des Nationalstaats innerhalb der politischen Ökonomie des globalisierten Kapitalismus. Damit die politische Globalisierung wieder Fahrt aufnehmen könnte, müsste nationalstaatliche Demokratie wieder wirksamer als vorher neutralisiert und vermutlich auf längere Sicht endgültig zurückgebaut werden. Das geht aber immer weniger, je mehr sie zum Widerstandsnest von Globalisierungsgegnern geworden ist. Da eine globale Demokratie nicht im Angebot ist, schon gar nicht für diejenigen, die sich auf Demokratie als Instrument zur Korrektur von Marktergebnissen angewiesen fühlen, ist Globalisierung immer auch Entdemokratisierung. Und Demokratisierung notwendig Entglobalisierung. Also Souveränität und Demokratie hängen zusammen.
ein Ausbruch aus der politischen Stagnation nach oben würde eine weitere Übertragung von Entscheidungsgewalt an internationale Märkte und Technokratien oder Technokratien bedeuten, während ein Ausbruch nach unten mit einer Rücknahme von Globalisierungsfortschritten verbunden wäre. Zur postneoliberalen Stagnation, speziell in Europa, gehört, dass nicht nur die alten Eliten des Neoliberalismus, sondern auch große Teile der Mittelschichtlinken, insbesondere die überall im Abstieg begriffene Sozialdemokratie des internationalistischen Dritten Wegs, den Ausweg aus dem Patt nach oben im Kampf gegen den Nationalismus suchen. Da die Linke immer noch mit Projekten wie Demokratie und Solidarität identifiziert ist, muss sie diese freilich zuerst ideologisch umdefinieren. Zu diesem Zweck muss das plebejische, populäre, partikularistische Element von Demokratie aus ihr herausdefiniert und Demokratie als universalistischer Wertekanon in der Alltagspraxis als Regelwerk für umgängliches persönliches Verhalten neu gefasst werden. Als Bereitschaft zu Toleranz und Akzeptanz von Diversität sowie zu politisch korrekten Umgangsformen, einschließlich Einhaltung der neuesten achtsamen Sprechweise. Bei entschiedener Bereitschaft zur Intoleranz gegenüber allen, die sich nicht an die demokratischen Werte halten. Besonders ausgeprägt ist diese Verwandlung im Fall der neuerdings Diskurs genannten europapolitischen Diskussion. Also dass das Ding Diskurs heißt, ist sowieso bezeichnend, weil ein Diskurs hat Grenzen. Wer was sagen will, was da nicht reinpasst, muss seinen eigenen Diskurs aufmachen. Ne? Das ist ein Ausschließungsinstrument. Aber in Deutschland wird das Wort Diskussion ständig durch Diskurs ersetzt, mittlerweile in jeder Hinsicht. Besonders ausgeprägt ist diese Verwaltung in der europapolitischen Diskussion, die als gemeinsamer Abwehrkampf der Demokraten gegen aufständische Populisten gerahmt wird. Letzteres eine feindselige summarische Fremdbezeichnung für grundsätzlich alle, die die liberal-internationalistische Orthodoxie in Frage stellen. Die Erhebung von europapolitischem Optimismus zur Bürgerpflicht, notfalls nach dem kölschen Motto, es hätte noch immer Jod gegangen. Und die Verbreitung eines postrealistischen Moralismus, der ein Denken in Interessen und Konsequenzen als unmoralisch verurteilt und stattdessen ein Denken in guten oder schlechten Absichten verlangt. Ja? Damit das wenigstens kurzfristig funktioniert, müssen auch offenkundige Realitäten geleugnet und Widersprüche selbst absurdester Art hingenommen werden. So erscheint bei Habermas, dass mit der Überwindung des europäischen Nationalstaats anzustrebende politische Gebilde, ganz wie bei den radikalsten der alten Neoliberalen, nicht mehr als Staat, wobei offen bleibt, was es dann sein soll, ich zitiere aus einem englischsprachigen Text, a supranational but trans-state democratic political community that permits joint governance. Was ist das? Was ist das? Was soll das Ding machen? Ja, das muss man auch fragen dürfen. Da geht es um ganz wichtige Sachen. Ja, ja, wobei offen wird, und die Frage, wo Europas Grenzen liegen und welche Gesellschaften zum Beitritt zugelassen sein sollen, wird implizit durch Verweis auf die Bereitschaft zur Konstitutionalisierung allgemeiner Menschenrechte beantwortet. Wo immer diese besteht, kann Europa werden. Gleichzeitig und andererseits wird als Grund für die Vereinigung Europas die Notwendigkeit einer Verteidigung der europäischen Lebensweise angeführt. Genau so, in diesen Worten. Allerdings ohne zu sagen, worin genau diese besteht und wo sie vorherrscht und wo nicht. In Russland anscheinend nicht, obwohl das ja arguably auch zu Europa gehören könnte. Ne? Bei Habermas führt dies zuletzt im Schulterschluss mit dem bekannten neoliberalen Friedrich Merz und anderen sogenannten Wirtschaftsexperten zur Forderung nach einer europäischen Armee. Im Gefolge des von Habermas persönlich zum sozialdemokratischen Überwinder der, ich zitiere, verhängnisvollen Spaltung zwischen links und rechts erklärten glühenden Europäers Emmanuel Macron. Ja, deshalb fordern wir, heißt es da, nicht wahr, Hans Eichel, Jürgen Habermas, Roland Koch, Friedrich Merz, Bert Rürup, Brigitte Tsipras. Deshalb fordern wir jetzt mit der vertieften Integration der Außen- und Sicherheitspolitik auf der Grundlage von Mehrheitsentscheidungen und dem Ziel einer gemeinsamen europäischen Armee zu beginnen. Puh. Was soll die eigentlich machen?
China davon abhalten, Taiwan zu integrieren oder sowas. Legitimationsstrategisch wichtig im Sinne des alten Regimes ist nun, dass jede Festlegung auf das, was Europa sein soll und werden soll, auf seine sogenannte Finalität vermieden wird. Solange offen bleibt, auf was Europa hinausläuft, Superstaat, Supermarkt, Einheit, Vielfalt, zentrale Regierung, dezentrale Kooperation, Demokratie, Technokratie, Staatenbund oder Bundesstaat, solange das offen bleibt, kann jeder, neoliberal oder kosmopolitisch oder beides, mehr Europa wollen. Europa als Vision, als Traumland, als fiktionale Erwartung und unbeschriebenes Projektionsblatt für alle, die sich dadurch als Pro- statt als Anti-Europäer zu erkennen geben, dass sie gegen weniger Europa sind. Ja? Also Pulse of Europe, diese Medieninszenierung, das ist sozusagen der Kern dessen, was die sich unter Europa vorstellen. Dabei wird der Begriff Europa zugleich politisch ab- und sentimental angereichert. Statt als Ensemble von kritisierbaren Institutionen, Verträgen und Politiken erscheint es nun als Marke mit einem Halo, ich erlaube mir die Formulierung, von Pizza in Finnland und Volkswagen in Sizilien. Ohne Bezug zu trivialen Alltagsproblemen wie nicht mehr erreichbaren Klimazielen, nicht unterbundener Steuerflucht, wachsender Ungleichheit, wirtschaftlicher Stagnation und so weiter und so weiter. Als paradoxe Folge kann nunmehr für jede aufkommende Frage eine europäische Lösung in Anführungsstrichen gefordert und für möglich erklärt werden. Vom Wirtschaftswachstum bis zu den Staatsfinanzen, von der Migration zur inneren und äußeren Sicherheit, von der Klima- zur Bankenkrise. Derweil suchen sich gewitzte Politiker im Verhältnis zwischen nationaler Politik und dem einzigartig undurchsichtigen europäischen Institutionengeflecht aus, ob sie sich auf nationaler Ebene zugunsten Europas zurückhalten, eigenes nationales Versagen Europa anlasten oder sich ihre bevorzugte Politik von Europa vorschreiben lassen, um sie so für innenpolitischen Widerstand unangreifbar zu machen. Das können die. Dafür haben die das in der Hand. Das ist denen ihr Instrumentarium. In den innereuropäischen zwischenstaatlichen Beziehungen entspricht dem eine lange bewährte Praxis des Verschweigens auch fundamentaler Auffassungs- und Interessengegensätze in Bezug auf das bewusst konturlos gehaltene europäische Projekt, in Anführungsstrichen. Dies gilt insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich, wo die Macronschen Visionen in Deutschland als eine Antwort verdienende Erleuchtung gefeiert und gleichzeitig auf die lange Abdeckbank geschoben worden. Ja, da hätten Sie auch hingehört, aber ausgesprochen wird das nicht, darüber wird nicht diskutiert. Ne? Der konsenspolitische Umgang stagnierender Politik mit Europa ist zutreffend als Sakralisierung bezeichnet worden. Sie verleiht, wo sie gelingt, dem europäischen Projekt eine Aura, der gegenüber Fragen nach seinem Sinn und Ziel als unangebracht erscheinen soll. Auswege aus der Stagnationsfalle nach oben werden ständig gesucht. Gefunden worden ist aber noch keiner. Die neoliberale Weltrepublik scheitert, ebenso wie der neoliberale regionale Superstaat mit seiner auf Technokratie plus Rechtsstaat herabgestuften Demokratie. Und beide scheitern am sich ausbreitenden Widerstand der Heimatfreunde. Wäre es nicht an der Zeit, zur Abwechslung auch einmal den Ausweg nach unten zu erkunden? In Richtung auf Dezentralisierung, lokale Autonomie und Verantwortung, Devolution, Sezession, Souveränität und Demokratie vor Ort. Kleinstaaterei nennen das in trauter Gemeinsamkeit liberale Großstaater links und neoliberale Großmarkter rechts. Die Anhänger, ob sie es wissen oder nicht, von Habermas und Hayek oder eben auch von beiden zugleich. Also man muss sagen, problemlose Ideallösungen, Allheilmittel, wären in der Tat nicht zu erwarten, auch von einer Auflösung nach unten nicht. Das eine Lösung kann des anderen Probleme sein, wie immer. Verteilungskonflikte, vertikal zwischen Klassen, horizontal zwischen Ländern und Regionen, werden fortbestehen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, intern wie extern, laufend auf die Probe stellen. Man braucht gute
auswärtige Ämter und Diplomaten. Andererseits war der angeblich regelgebundene Multilateralismus längst nicht, was er zu sein vorgab. Mehr hegemonial und imperial als pluralistisch, mit ausgeprägter Handlungsfreiheit und beträchtlicher Seigneurage für seine Führungsmacht, die Vereinigten Staaten, und mit einem zunehmend neoliberalisierten Regelwerk, von dem sich herausgestellt hat, dass es entgegen seinen Versprechungen keineswegs allen Beteiligten gleichermaßen zugute kam und dessen auf die Innenverhältnisse der beteiligten Staaten ausgeübte Anpassungszwänge den populistischen Gegenschlag im Anschluss an die Krise von 2008 auslösten. Es ist deshalb kein Zufall, dass die interessantesten und potenziell fruchtbarsten Beiträge zu der anschwellenden Diskussion über Auswege aus der politischen Stagnation, die Möglichkeiten und Chancen eines mehr oder weniger geordneten Rückzugs aus der schrankenlosen Globalisierung der neoliberalen Epoche mit ihrer engen, schmerzhafte Anpassungen erzwingenden Kopplung ihrer vorgeblich souveränen Mitgliedstaaten zum Gegenstand haben. Handelspolitischer Protektionismus beispielsweise ist längst nicht mehr nur ein Thema für Außenseiter. Globale Freihandelsabkommen unter Ausschluss nationaler Sonderregelungen und Ausschaltung nationaler Gerichte, one size fits all, wird es nicht mehr geben. Kein geringerer als der schon erwähnte Larry Summers, ultimativer Fahnenträger des liberalen Establishments, verlangt heute nach dem Wahlsieg von Donald Trump nach einem, was er nennt, verantwortlichen Nationalismus. Ein aufsehenerregender Artikel in der New York Times. Modern Monetary Theory, eine heterodoxe, dennoch aber Beachtung findende makroökonomische Theorie, setzt einen autonomen, über eine eigene Währung mit flexiblen Wechselkursen verfügenden Nationalstaat voraus. Kleine Staaten mit prosperierenden Volkswirtschaften und monetärer Souveränität wie Dänemark, Schweden und die Schweiz finden zunehmend das Interesse der wirtschaftspolitischen Diskussion. Subnationaler Nationalismus, wie in Belgien, Spanien und Großbritannien, ermutigt ein neues Nachdenken über Föderalismus und eine weitere Dezentralisierung von Regierungsgewalt. Sogar die Europäische Union sucht heute nach Möglichkeiten für geldpolitische Flexibilität, die sie aber nicht offiziell, sondern nur sub rosa gewähren kann und dann in nicht ausreichendem, natürlich in nicht ausreichendem Maß, nur immer um Zeit zu kaufen, um das nochmal zu gebrauchen. Kommunitaristische Theorien über Patriotismus als Voraussetzung einer robusten Demokratie finden ebenso Aufmerksamkeit wie strukturpolitische Überlegungen über patriotisches Kapital, das nicht auswandert, und seinen Beitrag zu wirtschaftlicher Prosperität. Migrationspolitisch sind Erwägungen über die Grenzen der Belastbarkeit aufnehmender und die Interessen abgebender Gesellschaften dabei, universalistisch-individualistischen Diskursen, in Anführungsstrichen, über ein Menschenrecht zu unbegrenzter Mobilität Konkurrenz zu machen. Und in der internationalen Geopolitik mögen das Scheitern des amerikanischen Imperiums und seines marktwirtschaftlich-menschenrechtlichen Interventionsanspruchs sowie der Aufstieg einer traditionell nicht-imperialistischen Macht wie China zu einer dann wirklich pluralistischen globalen Ordnung mit mehr nationaler Autonomie und Nationenbildung von unten statt von oben überleiten mögen. Einwände gibt es viele und durchaus erwägenswerte. Bewertet werden müssen sie freilich im Lichte der gemachten Erfahrungen mit Neoliberalismus, Globalismus und internationalem Multilateralismus und ihren Versprechungen. Wird eine dezentrale, also stärker nationale Ordnung den internationalen Terrorismus bekämpfen können? Hier wäre angesichts von Afghanistan, Libyen, Syrien und so weiter zu fragen, ob es sich dabei nicht eigentlich um Polizeiaufgaben handelt, die militärisch ohnehin nicht zu bewältigen sind. Da gibt es in Amerika übrigens eine ungeheuer interessante Auseinandersetzung zwischen dem NYPD, dem New York Police Department, und der Armee. Die NYPD sagt, wir sind dafür zuständig, da habt ihr nichts zu suchen. Wir, und die sagen, wir haben es geschafft, dass in Manhattan nichts passiert ist. Ja. Kann eine dezentrale internationale Ordnung mit Migration umgehen? Gerade in der Europäischen Union sollte man gelernt haben, dass die Bedingungen, Interessen und Möglichkeiten von Land zu Land so verschieden sind, dass einheitliche Regelungen ständig unterlaufen und in der Praxis, wenn überhaupt und bestenfalls, durch freiwillige Kooperationen von Fall zu Fall ersetzt werden. Was ist mit Steuerflucht? Weniger als die multilaterale internationale Ordnung, einschließlich der EU, wird auf diesem Gebiet auch eine renationalisierte Staatengemeinschaft kaum erreichen können.
Hier muss es letztlich ohnehin um Entglobalisierung und stärkere lokale Bindung des Finanzsektors gehen, um verbesserte Kapitalverkehrskontrollen, stationäres statt mobiles Kapital, eine Neubestimmung der Steuerbasis, letztlich vielleicht eine neue Geldordnung. Und was Europa angeht, so hieße die Frage, ob ein nationalistisches Europa, also ein Europa der sogenannten variablen Geometrie, ein Europa à la carte oder ein Europa der Vaterländer, alles Auslöser von Schreckstarre unter integrationistisch gesinnten Traditionalisten, ob das tatsächlich weniger Frieden unter seinen Mitgliedsländern stiften könnte, als das derzeitige Regime einer ever closer Union. Wenn man sich vor Augen führt, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Brüssel und Ländern wie Großbritannien, Italien und Ungarn ist, die alle dem deutsch-französischen oder rein deutschen Zentralismus der gegenwärtigen EU feindselig gegenüberstehen, und ich betone feindselig, dann läge es nahe, es einmal mit etwas anderem zu versuchen, auch wenn die Quasi-Verfassung der EU absichtlich so geschrieben ist, dass sie nur unter größter politischer Kraftanstrengung geändert werden kann, wenn überhaupt. Ähnlich wie für die G20 oder das Pariser Klimaabkommen könnte man sich an das Motto der Bremer Stadtmusikanten halten. Etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Erlauben Sie mir noch sozusagen ein theoretisches, damit Sie sehen, es geht hier auch wirklich um hohe intellektuelle Theorie. Was ist mit dem oft beschworenen, auf ein historisch nie dagewesenes Ausmaß gestiegenen, was ist mit der gestiegenen Komplexität einer globalisierten Welt? Schreit diese nicht geradezu nach einer zentralisierten, ebenso komplexen Regierungsmaschine, wie sie nur ein Weltstaat bereitstellen könnte? Hier sind wir nun bei Hayeks letzter, intellektuell wirkungsvollster Waffe gegen den Nationalstaat und seinen Regulierungsehrgeiz, was Hayek die Anmaßung des Wissens nennt, sind wir also bei seiner wirkungsvollen Waffe angekommen. Komplexität. Allerdings ging es Hayek nicht darum, für einen Weltstaat zu argumentieren. Auch ein solcher wäre ja von der Komplexität des Globalen überfordert. Diese zu regieren war allein von einem freien Markt, insbesondere einem freien Weltmarkt, zu erwarten. Für den bei den Habermas-Anhängern vermutlich eine staatsfreie Welttechnokratie nach Art des IWF oder der Europäischen Kommission in die Bresche springt. Beide, Neoliberale wie Neuliberale, vergessen, dass man, wie ein anderer Nobelpreisträger der Ökonomie, Herbert Simon, gezeigt hat, komplexe Systeme dadurch regierbar machen kann, dass man sie in halbautonome Subsysteme zerlegt. Also etwa die unregierbare Weltgesellschaft in regierbare, im Großen und Ganzen regierbare Nationalstaaten. Simons Argument ist etwas technisch und kompliziert. Schließlich war er von Haus aus Mathematiker und Computerwissenschaftler. Glücklicherweise aber hat vor ein paar Jahren ausgerechnet der Globalist George Soros denselben Gedanken in populärer Form brillant vorgetragen, mit Hilfe einer Metapher aus dem Schiffbau. In großen Schiffen, so Soros, ist der Rumpf in Abschnitte unterteilt, die bei einem Leck verschlossen werden können, sodass nicht das ganze Schiff vollläuft, sondern nur ein kleiner Teil. Die Vorrichtungen, mit denen ein Unfall so lokalisiert und ein lokaler Schaden global unschädlich gemacht werden kann, heißen auf Deutsch übrigens Schotten. Es ist interessant, dass im deutschen sogenannten Diskurs nichts so selbstverständlich als verwerflich gilt, wie das, was von den deutschen Internationalisten Abschottung genannt wird. In einer Zeit politischer Stagnation, in der die wichtigste politische Aufgabe, die Entwicklung zweckdienlicher Institutionen zum Herunterbrechen von Komplexität mit dem Ziel der Beherrschung oder annähernden Beherrschung ansonsten unbeherrschbarer Interdependenzen sein müsste. Schönen Dank, das war's jetzt. Die Teleakademie war heute bei der Karl Friedrich von Siemens Stiftung München. Es sprach Professor Dr. Wolfgang Streeck zum Thema politische Stagnation. Reflexionen über einen unhaltbaren Zustand.